heute gibt es die 50 Random Facts About Me, also 50 verrückte Eigenschaften, die ich so mit mir rumtrage, und ich hoffe, es ist amüsant. Ich dusche prinzipiell immer zu heiß und bade auch in quasi kochend heißem Wasser. Ich bin mittlerweile sehr gerne zu Hause. Ich liebe es, im Bett zu liegen oder zu sitzen, eingekuschelt mit dem Laptop und bei YouTube was zu gucken, zu recherchieren und auch einfach zu arbeiten. Ich war immer diejenige in der Schule, die über die blödesten Witze gelacht hat und in jeder Stunde da saß und losgepustet hat und sich bemühen musste, nicht laut loszulachen. Es ist meistens gescheitert. Liebe, liebe, liebe recherchieren. Also meine Freunde und Familie wissen das, glaube ich, auch sehr zu schätzen, wenn es ums Plan geht oder ums Recherchieren bestimmter Produkte oder Themen. Dann bin ich diejenige, die das sehr gerne macht und da stundenlang mit verbringt. Wenn mich jemand nach meiner Hassfarbe fragt, dann sage ich meistens blau. Ich mochte blau nie. Und wenn man in meinen Kleiderschrank guckt, wird man feststellen, dass ungefähr alles, was an Farbe ist und nicht schwarz, ist blau. Von Navy bis Royalblau habe ich so viele blaue Klamotten und liebe. Ich bin der Sarkasmus in Person. Also ich bin ironisch und sarkastisch und es gibt viele Menschen, die das nicht verstehen. Ich esse kein Schwein und ich hasse den Geruch. Ich habe letztes Semester in Korea gelebt. Meine Familie und ich teilen sehr, sehr, sehr viele Insider-Witze und die meisten drehen sich um Zitate von Disney-Filmen. Ich fahre einen fetten Audi A3. Ich mag U-Bahn fahren. Ich bin definitiv ein Nachtmensch und ich kann abends am besten arbeiten, und wenn ich eine bestimmte Aufgabe habe, dann kann ich auch so lange arbeiten, bis es wieder hell wird, so nach dem Motto, und dann kann ich tief und fest schlafen. Damit einhergehend, ich bin ein totaler Morgenmuffel und kann morgens echt nicht aus dem Bett kommen. Das Schlimmste ist ein Wintermorgen, der kalt und dunkel ist, und wenn es auch noch früh ist, dann geht gar nichts. Ich liebe Chai. Wasser trinken fällt mir extrem schwer. Das ist, was ich heute schon getrunken habe. Ich kann es nicht. Es ist nicht schön. Es ist einfach blöd. Ich vergöttere Schokolade. Wenn etwas nicht läuft wie geplant, dann werde ich schnell panisch und es kann auch vorkommen, dass ich in eine Schockstarre verfalle. Meine Nägel, egal ob Fingernägel oder Zehennägel, sind steinhart. Und das ist nicht immer was Gutes. Ich habe alle Twilight-Bücher gelesen und den ersten Teil von Twilight über alles vergöttert. Ich habe ihn geliebt, ich habe ihn mehrmals gelesen, ich konnte mich total reinversetzen. Und dann, als der erste Film rauskam, war für mich Twilight gestorben und es ging gar nicht mehr. Familie ist für mich alles, auch wenn ich sehr, sehr weit weg wohne und das schon viele Jahre. Und damit einhergehend versus, ich habe schreckliches Fernweh. Also wie gesagt, wohne ich schon viele Jahre weit weg von meiner Familie und habe ja, wie ihr jetzt alle wisst, ein halbes Jahr in Korea gelebt und will auch später im Ausland arbeiten. Es treibt mich einfach immer irgendwas voran. Ich will so viel Entdeckung von der Welt wie möglich. Aber ja, mit Abzug. Im jungen Alter von, ich glaube, 5 oder 6 Jahren hatte ich einen verheerenden Leistenbruch. Und bis heute darf ich nicht schwer. Ich bin ein Sparfuchs. Das bedeutet aber nicht, dass ich irgendwie nur bei Aldi einkaufen gehe und mir nichts gönne, sondern ich mache gerne Pläne. Ich schaue gern, was man sich jetzt kaufen sollte, was man sich vielleicht später kaufen sollte, und versuche immer irgendwie Kapital irgendwo zu haben, falls es mal zu einem schweren Verlust von all mein Geld kommen sollte. Auch damit einhergehend, ich investiere gern. Das heißt, ich habe eine Wunschliste. Ich habe ja auch einen Pinterest-Account und da habe ich auch eine Wunschliste mit Sachen, die vielleicht mehr kosten, aber in die ich gerne investiere, und versuche dann eben auf dieses bestimmte Produkt hin zu sparen und es mir dann zu gönnen. Und das erfüllt mich total, weil ich weiß, ich habe davon sehr, sehr viel. Es ist sehr gute Qualität. Und über einen längeren Zeitraum hinweg gefällt es mir immer. Ich kann mich quasi in ein Lied verlieben. Das bedeutet, ich habe Herzklopfen und Schmetterlinge im Bauch und strahle über beide Backen oder Wangen oder beides. Das ist das erste Mal, dass mir das passiert ist. Da war ich, glaube ich, 5 oder 6. Ich blende hier mal den Titel von dem Lied ein. Und ich war so verliebt in dieses Lied, dass ich geträumt habe, und ich kann mich immer noch an diesen Traum erinnern,
dass ich im Video sitze, also im Musikvideo, und mir anschauen kann, wie der Sänger gerade singt. Und ich saß im Publikum. Das war wie bei so einer Sitcom, wo so ein Publikum da sitzt und dann passiert das so vor einem. Ich gehe sehr, sehr gern spazieren und versuche mindestens einmal am Tag für einen längeren Zeitraum spazieren zu gehen, weil die frische Luft mir einfach oder uns sehr, sehr gut tut und man einfach einen freien Kopf bekommt. I'm a 90s Kid. Nicht nur in den 90ern geboren, sondern ich liebe 90er Musik über alles. Nicht unbedingt dieser ganze Trash-Pop, Elektro-Techno, nicht Elektro, eher Techno-Kram, sondern der gute R&B, der gute Hip-Hop und ein paar Pop-Songs mit reingeschmissen. Mit jedem Geburtstag bekomme ich einen Rotkäppchenkuchen. Wenn man nach meinem Gemüt geht, hätte ich eigentlich im Sommer und nicht im Herbst, Winter geboren werden sollen, weil ich den Sommer über alles liebe und es mir nicht warm genug sein kann. Ich mag umgraben und bepflanzen und bin überglücklich, bald einen Garten zu haben, in dem ich das alles umsetzen kann, was so in meinem Kopf rumschwirrt. Ich bin halb Jemenite. Ich dachte früher, ich bin Sailor Mars, obwohl ich ganz genau wusste, dass laut Sternzeichen ich eigentlich Sailor Jupiter bin. Ich liebe den Geruch von Kaffee über alles, aber ich hasse den Geschmack und die Wirkung, die er auf mich hat. Ich bin sehr, sehr vergesslich. Seit ich kurz nach dem Millennium den Hund von Nicole Richie gesehen habe, möchte ich unbedingt einen Zwergspitz haben. Ich zeichne unheimlich gern, das habe ich schon immer getan, mache ich bis zum heutigen Tag sehr gerne, weil es mich sehr, sehr entspannt. Ich glaube, ich war 3 oder 4 Jahre, als ich mich entschieden habe, zum Fasching bzw. Karneval im Kindergarten als Jasmin verkleidet zu kommen. Also Jasmin von Aladdin natürlich. Und zwar habe ich dieses Gewand angehabt, was sie anhatte, als sie Jafar betört hat, also das rote Kostüm. Und ich habe sogar meinen Bauchtanz vorgeführt vor der ganzen Gruppe. Ich war noch nie in den USA. Ich höre ein Lied, das ich mag, in Dauerschleife. Das heißt, mehrere Tage nur das Lied. Es gibt keine Abwechslung, sondern ich höre das gleiche Lied 24/7. YouTube ist mein Fernsehen. Ich mag Algensalat. Eine meiner Lieblingsblumen sind Kalalilien. Auch zurückzuführen auf einen Sailor Moon Manga. Ich wollte früher Verkäuferin bzw. Kassiererin werden, weil ich geliebt habe, wie wenn man ein Produkt über die Kasse zieht, das anfängt zu piepen. Das fand ich total schön. Jedes Mal, wenn ich den Film The Notebook gucke, muss ich anfangen, wie ein Schlosshund zu heulen. Und das geht gar nicht. Dieser Film ist wirklich grandios und so emotional und ihr müsst ihn euch anschauen. Und es ist nicht nur ein Film für Frauen, er ist einfach nur traurig und schön. Ich hasse es so sehr, lange Mails zu beantworten, vor allem wenn es so um das Update meines Lebens oder so geht, an Freunde, Bekannte oder Familie. Ich kann das einfach nicht. Zu meiner Jugendweihefeier, Jugendweihe ist übrigens etwas wie Konfirmation und nicht religiös, also mit, ich glaube, 14 Jahren bin ich in Ungarn gewesen und da war ich in Budapest und dort habe ich den Sänger von The Rasmus gesehen. Ich trage am liebsten die Farbe schwarz. Was die meisten von euch nicht wissen, ich drehe seit 2009 Videos und was aber mich unterscheidet von vielen, die zur gleichen Zeit angefangen haben, ist, ich habe sehr, sehr große Pausen gemacht und wie ihr bekanntlich bestimmt alle wisst, ist das der Tod, wenn man YouTube-Videos dreht. Also wenn man große Pausen macht, dann ist man sozusagen weg vom Fenster. Und ich habe aber in den Momenten einfach eine Priorität gehabt und ja, so ist es gekommen. Aber jetzt bin ich ja voll da. Ich halte seit ungefähr 6 Jahren das gleiche Gewicht. Und das ist nichts Gutes und nichts Schlechtes, es ist einfach nur komplett merkwürdig, weil egal, ob man optisch auf jeden Fall sieht, dass ich zugenommen habe oder andersrum, ich wiege trotzdem immer das Gleiche. Ganz, ganz, ganz merkwürdig und es ist wirklich egal, auf welcher Waage ich stehe. Ich bin voll der Noob, was soziale Netzwerke angeht. Also ich habe überhaupt keinen Plan gehabt, was irgendwie Twitter, Facebook Fanpage, Instagram, Pinterest und diese ganzen anderen Sachen irgendwie angeht. Überhaupt keinen Plan und muss mich da irgendwie voll reinfuchsen im Moment, weil ich weiß, wie wichtig euch das ist. Ich glaube, das war's. Ja. Das waren 50 ganz merkwürdige Eigenschaften meinerseits. Ich würde natürlich freuen, wenn ihr merkwürdige Eigenschaften eurerseits in die Kommentare schreibt oder gar als Videoantwort postet. Das freut mich sehr. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und